So, da sind wir wieder. Sieht gerade auf jeden Fall schon besser aus. Mal schauen, ob es anhält. Ja, okay, geht wieder los. Stimmt das, dass ich, was haben Sie gesagt? Nur im Zelt schlafen muss. Im Zelt schlafen muss? Was in Ordnung? Tippi, ach, das ist ein Zelt. Ich dachte, das wäre ein großes Haus. Tippi sei größer als Zelt. Nicht wissen, in was für Zelt du schlafe. Und was haben Sie noch gesagt? Zwang. Ach so, wie ist denn das in so einem Stamm? Da werden ja die Frauen versprochen, nicht wahr? Naja, wenn zwei Männer begehren eine Frau, dann sie kämpfen, bis einer sterben und dann bekommen Frau. Ah, okay, das hab ich nicht gewusst, siehst du, Piep. Also du musst, wenn du, sag mal, meine Hand anhältst, den Rivalen dann töten. Okay. Bist du, ich sag ja, man sollte nicht heiraten. Wieso du dir Gedanken machen, dass du nicht abbekommen, Frauen? Nein, ich muss es ja nur mal auf Nummer sicher gehen. Du dir erstmal sowieso keine Gedanken machen. Ich werde die, niemals die passieren. Ich nehme die, die nicht am schönsten ist. Dann muss ich nicht kämpfen. Und Sie wollen wirklich, den Jungen mit zu Ihnen nehmen, Madam? Nein. Ja, ich wusste es doch. Du willst mich schlecht machen bei deinem Stamm. Nein, dann werden wir wieder zurück nach Blackwater. Lieb, du nicht verstehen, was ich dir sage. Nicht dein Leben und ja, können dir weg und schwarz was. Valentine, was für dich. Okay. Danke, Jeff. Ja, war kein Problem, Kleiner. Bitte sie nicht drum erzählen. Diese Dreckshunde. Ja, ich hoffe, es bleibt so. Ich darf ein bisschen los. Oh, bitte kommt und lass uns hier weg. Danke, Jeff. Ich stecke genau. Auf Wiedersehen. Aber ich glaube, Piep hat kein Pferd. Wir wollen den Stamm, wo wir abhängig sein von Pferden. Ich habe einen Esel, alles gut. Esel. Ich auch. Kannst du noch mal runterkommen? 3, 2, 1, los. Ja. Oh, there you go.
Mann. Frieda? Ja? Pass bloß auf Piep auf, dass er nicht von Indianern auf einmal entführt wird. Hey, was ist denn das? Ich versuch mich doch drauf fährt. Komm mal ein Stück vor. Versuch er nochmal. Ich hol meinen Esel. Aua! Nicht da? Ja. Esel. Alles gut. Wieso haben alle Esel? Ja, alles gut, danke. Ich kann niemals mithalten mit Mustang und Nova. Oh. Wir wissen ja wohin. Oh, ruhig. Oh. Ich geh mal so weg. Komm, Liam. Ich bin da. Wo wir hin? Blackwater. Oh. Was ist? Oh, Achtung, Entschuldigung. Und los geht's. Vorsicht, da steht ein Pferd. Oh. Oh. Kleiner Schakal, du musst vorwärts gehen. Kämpfst mich ein. Dir! Oh. Da war ein Pferd. Ich hab's gesehen. Alles die Schuld von... Oh Mann. Alter. Ja, Frieda, da ist sie. Ja? Wer? Siren. Ich bin noch da. Das war die Siren, die Hexe. Ich glaube, er meinte die Frau mit dem roten Dingsbums. Ich habe niemanden gesehen. Wollen wir nochmal zurück? Augen. Ich sehe niemanden, Piep. Oh gut, okay. Valentine ist verhext. Tja, dann sollten wir weg. Hast du nicht gesehen, Frau mit Wagen an Rand? Nein. Kleine Frieda, sei ehrlich, was du denkst, dass Piep wollen ins Darm. Nein, das ist nur eine Flause. Eben. Sei nicht sein Leben. Und ich musste ihm schon heute fast Blume wegnehmen. Ja. Wir müssen ihnen sagen, wie gefährlich sein unser Leben und dass sie auf vieles verzichten müssten, wenn er überhaupt gehört von Häuptling. Also außerdem lebt er jetzt oben mit mir auf der Bennett Farm, da muss er sich erstmal dran gewöhnen, nichts anzustellen. Er musste einen Pakt schwören. Denn wenn er schon schwören müssen, dass niemand ihm was tun, dann... Ich dachte, der Esel ist schnell. Los, weiter! Los, Lü! Oh-oh. Ist so eng hier. Aber jetzt sollte es doch gerade wieder gehen, oder? Also zumindest laut Anzeige ist es jetzt nicht mehr so krass, wie es eben war. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn wir im Blackwater sind. Was, Piep? Oh, der ist schon ganz voll. Dein Ocker. Oh, nein. Dein Piep? Oh nein, jetzt kackt er neben mir. Oh nein. Er nicht mehr reiten können, Esel. Oh, Lü. Wir müssen nach Blackwater. Ja, los geht's. Lü hat mich einfach runtergeworfen. Frag dich warum. Du werden sterben bei uns. Thank you.
Das war ein Griff. Das war knapp. Auch einfach mitten durch, ne? Oh, da wird geschossen hinter uns. Liam! Was? Liam und Schakal sind da noch. Was? Da wird geschossen. Oh. Da ist Schakal. Wo ist Liam? Schakal, alles gut. Liam! 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 Liam? Oh mein Gott. Liam? Diese puta madre. Was haben Sie gemacht? Gehen Sie weg, oh. Die Dame ist gefährlich. Gehen Sie weg. Wo ist Liam? Was passiert hier? Liam! Liam, ich finde dich! Reitet weg, er reitet weg! Komm, komm, komm! Was mit unseren Jungs, alle da? Die Dame, verschwinden Sie hier, es gefällt mir. Wo ist Liam? Wir haben auf ihn geschossen. Reiten Sie bitte fort. Mama, Mama, haben die Sheriffs erschossen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass wir Sheriffs gleich dort rausholen. Nimm mich mit. Madam. Madam, Madam, bist du weg. Letztes Mal. Ich weiß Reiten nicht, Sie jetzt wohin. Überall sind Schüsse und ich muss Liam finden. Madam, ich glaube, der Herr ist in die Richtung geritten. Auf jetzt. Los. Oh. Wo denn hin? Liam? Lass mich nicht vertreiben. Au. Sheriff? Gott. Ich zieh sie da raus.
Komm schon. Okay, ich bin so schwer. Oh Gott, ich weiß nicht, ob hier noch welche sind. Ich kann das nicht alles alleine. Ich. Was denn passiert? Da liegt noch jemand. Wer das sein? Und die Pferde. Ich weiß nicht. Die haben geschossen auf uns. Haben gespielt. Ich weiß, Kopf. Ich habe Liam gesucht. Die haben mich weggejagt. War denn bei Liam in der Hütte vorne? Aber wer das sein? Er uns angegriffen. Ich weiß nicht. Er hat uns angegriffen. Lass ihn sterben. Er hat angegriffen. Nicht wissen. Nein, in blauen Hemden. Das waren die, die angegriffen haben. Die haben die Sheriffs erschossen. Das ist ein Sheriff. Das hier ist ein Sheriff, den ich drauf habe. Die haben die in die Büsche geworfen. Okay, helfen Sheriffs. Wo sind die Sheriffs? Ich glaube, da drin liegt noch einer, aber ich bin mir nicht sicher. Hier? Nein, doch nicht. Drin? Im Busch irgendwo. Ist keiner da. Bring ihn nach Phantom. Ja. Wo ist ein Wo ist Piep? Ich suche ihn. Dein Esel steht vorne. Aber er nicht. Oh Gott. Okay, such den. Ich reite nach Bentan mit dem. Oh Gott. Ja, aber es tut mir leid. Ich versuche sie zu retten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Frieda. Du musst stark sein. Okay, das wird alles gut. Bitte sterben sie nicht. Ich weiß nicht wo, aber es ist ziemlich viel Blut gewesen. Oh. Ruhig, okay. Ruhig, Frieda. Du musst auch ruhig bleiben. Das ist alles zu viel für einen Tag. Wären wir doch nur im Stall geblieben. Und mir nichts passiert. Wie einfach abgeschossen. Sheriff Stone. Ich weiß, dass du müde bist, aber wir müssen den Weg noch schaffen. Nee, das ist nicht Stone, den wir da drauf haben. Wir haben irgendeinen anderen Sheriff. Aber Frieda mag halt Sheriff Stone sehr gerne. Nein, diese Käfer brauchst du nicht. Du kannst ein bisschen ausruhen, aber der Sheriff blutet stark, also müssen wir uns beeilen. Ich weiß, dass du nicht mir gehörst, aber trotzdem, okay? Ich schenk dir Karotten. Ich hab welche. Nimm mir Hilfe! Ja. Oh, schnell hinterher. Ja. Ruhig. Ruhig. Ist gut. Ist ruhig. Frieda, was ist passiert? Wir müssen zum Arzt. Die haben uns überfallen. Die haben die ganzen Sheriffs erschossen. Oh nein, es sind ganz viele Sheriffs im Wellenteilen. Ja, aber den hier nicht. Komm. Ich denke, dass es ein Sheriff ist. Oh. Ich hab Angst. Ja. Vorsicht, aus dem Weg. Schau, dass du schleichst. Leg das Ding weg. Hilfe,
Hilfe! Nee! Ja. Schade. Na gut, dann warten wir jetzt noch, bis da der Server restart ist. Aber jeder hat es versucht. Ja, 57 zwar erst, aber deswegen warte ich jetzt. Ich weiß halt nicht sicher, ob das Sheriffs waren, aber es sah für uns aus, als wären es die Sheriffs. Holy shit, ey. Was ein Trubel. Ey, ich habe das auf die Entfernung nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Sheriff ist oder nicht. Keine Ahnung. Das ist aber das, was die Kinder jetzt gesehen haben. Und wenn die Sheriffs da runtergeritten sind und da Leute in Blau waren, und es sah sehr verdächtig aus, wie die sich verhalten haben. Schade, dass die nach Blackwater kamen, schnell war ich sicher. Ach. Ja, ich wäre ja auch gerne mit auf die Ranch geritten, aber irgendwie ergibt sich das nicht. Ich habe auch immer noch zwei Pferde im Stall zum Trainieren. Ich glaube, Frieda hat sogar noch ihr ganzes Geld dabei, ne? Aber gut, wäre jetzt auch egal gewesen, wenn er gestorben wäre dazu. Dafür war ein bisschen Action, das ist doch cool. Hast du denn cool ausgespielt? Also ehrlich gesagt war es ziemlich dumm von Frieda, dass sie da halt hin ist, aber da war halt, sie hat halt gedacht, Liam wäre dort. Ich habe auch keinen Plan, was da los ist. Oder was da los war. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das überhaupt Schüsse sind. Naja, eben. Es war schon okay. Also ich habe schon gewusst, dass Frieda da jetzt eigentlich nicht hin sollte. Aber es ist halt auch Frieda, ne? Die hat auch ihren eigenen Kopf. Die lässt sich dann einfach auch nicht sagen, dass sie da weg soll. Hätte sich auch eine Kugel fangen können. Aber halt Dinge, die sie lernen muss. Oder wo ihr Stohkopf und ihr, wo sie dann halt nicht auch mal nicht weiterkommt. Aber sie hat das Gefühl zum ersten Mal, dass jemand Jüngeres gibt und das ist halt Liam und deswegen will sie ein bisschen auf ihn aufpassen. Genau, geht um die Freunde. Das Housing ist raus. Also ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob der Server jetzt komplett unten ist, weil es sind immer noch zu viele Leute drin. Okay, also könnt ihr dann wieder drauf
zugreifen, wenn quasi das wieder. Versuchen mal. Naja. Okay. Sieht ganz gut aus. Ja, Pain, das Spannendste hast du gerade verpasst, aber wir sind noch mittendrin. Aber auch krass gemacht, ne, dass sie komplett, einfach mal komplett Blackwater überfallen haben. Ich muss den Moment und geh mal ganz kurz austreten. Er ist wieder da. So. Da ist man einmal wieder mit Frieda unterwegs und ups, passieren Sachen. Ja. Naja. Hey, aber das war diesmal ja nicht unsere Schuld. Aber ich will gar nichts hören. Frieda hat quasi ihr Leben gerade aufs Spiel gesetzt für Liam. Raus sind und die Kinder haben dann halt versucht, Hilfe zu holen, was sie ja auch gemacht haben. Dass da natürlich jetzt andere überfallen werden, ist halt nochmal eine andere Sache. Ihm wollte auch. Genau. Alles happy. Was mit dem Pferd schlimm aus? Mit welchem jetzt? Hä? Aber war doch spannend. Also wir hatten jetzt ja gute Action dadurch. Oh. Dann gute Besserung. Oh, dann ist die Stimme zu sprechen doch bestimmt super anstrengend.
Ich frag mich eh, wie du die so sprechen kannst, ne? Holy moly. Drückst auch, ne? Die Stimme. Zumindest hört es sich so anders, so ein bisschen drückst dabei. Aber mich fragen Leute das auch immer. Das ist halt, keine Ahnung, es passiert einfach. Eine Frau meint, man tritt ihm in die Eier und spricht er so. Alles klar, verstehe. Erklärt einiges. Also bei einer Frau kindlich. Hast du darin geschissen, Emma? Oh, 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 scheiße. Oh. Super, super witzig. Sheriff? Ja, bitte. Wo ist der Mann, den ich hergebracht habe? Welcher Mann? Ich habe keinen gesehen. Also da waren welche, die sind vor Blackwater überfallen worden, von Leuten in blauen Hemden und blauen Dingern vorm Mund. Die haben alle umgebracht und ich habe den einen noch gefunden im Gebüsch und habe ihn hergebracht zum Doktor. Du, das kann ich Ihnen nicht sagen. Oh. Vielleicht kommt der ja noch. Das könnte, okay. Könnte eventuell sein. Vielleicht ist er gerade eingeschlafen oder die Ärzte auch. Wir mussten ja erstmal gerade den Sturm abwarten. Ja. Oh. Geht echt alles drunter und drüber. Mhm. Wo ist Billy? Aber, ich wusste nicht, ob es ein. War das ein Sheriff, den ich hatte, Jimmy? Ich glaube nicht, dass das ein Sheriff war. Mist. Die haben uns angegriffen. Die haben auf uns geschossen. Wir waren mit 4 Kindern unterwegs und die haben auf uns geschossen. Das sind böse Männer, Frieda. Ja. Ganz böse Männer sind das. Mist. Ja, das ist ein kleiner Frieda. Ja. Ich hoffe, kleiner Schakal und Liam und Piep haben es geschafft. Ich hoffe es auch. Wo du sehen, kleiner Schakal? Wir wurden angegriffen. Wo kleiner Schakal sein? Ich weiß nicht, auf dem Weg von Blackwater hierher. Von wem? Du zeig ihn, kleiner. Ich weiß nicht von wem. Da waren ganz viele Leute, welche mit blauen Hemden und welche mit schwarzen Sachen. Die haben sich gegenseitig dann niedergeschossen. Mhm. Ich muss kleine Schakal finden. Kleine Schakal auch dabei gewesen? Ja, auf die wurde auch geschossen, aber ihr geht's gut. Ja, wo sei ihn vielleicht, Schakal? Ab, ja? Irgendwo auf dem Weg hierhin, ich weiß nicht. Okay, ich gehe schnell Leitern suchen. Jimmy? Ja? Kannst du mit... Hey Lady, geh bitte in den Salon, ja? Das gilt für alle hier, ja? Alle bitte sofort in den Salon. Okay. Oh je. Natürlich, wenn Sie das sagen. Nach oben, bitte. Nach oben? Ja, in den ersten Stock. Kann man behilflich sein? Guten Tag, Ma'am. Und? Sehr gerne. Wenn das hilft. Na, was ist denn hier los? Weiß auch nicht, Sir. Oh Mann, ich will nicht, dass die auch hier hinkommen und alles überfallen. Frieda? Die Sheriffs haben das im Griff. Willst du dich in dem Zimmer verstecken? Nein, ich muss wissen, ob meine Freunde auch herkommen. Okay. Oh oh, ich höre schon Schüsse. Schönen guten Tag. Audi. Wissen Sie, was hier los ist?
Ja, die Stadt wird gerade überfallen. Sie sollten sich etwas in Deckung begeben. Die Stadt wird überfallen? Oh, ja. Wir haben auf alles geschossen. Ich kann auch helfen. Wieso muss ich jetzt hier oben sein? Ich kann auch helfen. Weil nur die Sheriffs schießen dürfen und alle anderen, die schießen, werden sonst erschossen. Okay. Ach, Mann, sie sind ganz schön groß. Ich weiß, sagen viele, Sir. Aber sie sind bestimmt auch kräftig, oder? Jimmy? Ich weiß darf es gar ich nicht. Mich, wenn ja? Hier drin auch geschossen wird, darf ich mich hinter sie verstecken? Was los, Frieda? Ich hab Angst. Pass auf mich auf, ja? Ich pass auf dich auf, versprochen. Ich beschütze dich. Okay. Und Sie, Sir, bitte reden Sie mich gerade nicht dicht, okay? Entschuldigung. Nur Frieda darf sich hinter mir verstecken. Mann, immer diese Menschen. Oh oh. Jimmy. Ja? Wollen Sie eine Zigarette für die Sicherheit, Sir? Könnte ich eigentlich gut gebrauchen, aber oh, im Moment nicht. Ich muss Augen auf Frieda haben. Müde haben sie was zu essen. Oh nein. Ich bin meine, ja. Oh nein. Ja, okay, danke schön. Ich erschrecke ihre Mutter, Sir. Genau mein Fall. Nico. Nicht erschrecken, Sir. Pack nur kurz meine Waffe aus. Ja. Bitte schön, Sir. Die Hexe, Jimmy. Dankeschön. Die Hexe? Ja, sie ist eine Seherin. Ihre Augen sind aus dem Körper und wieder reingegangen. Und sie hat gesagt, dass ich fallen werde. Und dann bin ich gefallen in der Höhle, ganz tief. Komm mal schnell da in die Ecke. Ich habe auch schon mit ihr gesprochen. Oh. Aber sie hat gesagt, sie kann nur in die Vergangenheit gucken. Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ich weiß nicht, ich bin jedenfalls gefallen. Oh, nicht, dass sie wirklich so welche Fähigkeiten hat. Ja, ziemlich gruselig. Ich hab Angst vor ihr. Sie hat Piep gedroht. Hab keine Angst. Eigentlich dachte ich immer, dass alle hier nett sind, aber heute denke ich das nicht mehr. Nicht alle Menschen sind nett, Frieda. Nicht alle Menschen sind nett. Ja. Ja, was ist? Nicht weinen. Alles gut. Es kommen auch wieder schönere Tage. Ich habe ein paar Differenzen mit dem Herrn Stone. Das verspreche ich dir. Howdy, Gentlemen. Gehen Sie bitte in den ersten Stock, ja? Natürlich. Oh, natürlich. Ich danke Ihnen. Ich bin voll hier. Oh je. Ich bin schon voll. Ah, nee. Na, von Ihnen könnte das gewesen sein. Mit den Schwarzen. Oh. Frieda leise. Lass sie hin, dann guck mal. Da kannst du hier ein bisschen Musik machen. Die ich hergebracht habe. Sei mal ruhig, Rico. Schrei mal nichts rum. Deadman. Okay. Oh Mann. Mit der Situation nicht so gut umgehen, Frieda. Ich auch. Liam und Piep und kleiner Schakal sind noch da draußen. Könnt ihr ein bisschen Platz machen? Ich will euch nicht überrennen. Natürlich, Sir. Dankeschön, nicht der Mario. Genau. Warten Sie, warten Sie. Oh, wen haben wir denn da? Eine brünette Schönheit. Ja, leck mich doch, der. Ich glaube, denen geht's gut, Frieda. Mach dir da keine Sorgen. Das sind Kämpfer, das sind Krieger, die wissen, wie sie umgehen müssen. Okay. Eben nicht allem, und Liam auch nicht. Liam nein, ist kleiner aber, als ich. Ja, aber kleiner Schakal, der wird die beschützen. Ja, sie ist jetzt eine große Kriegerin. Genau. Ich schaff das. Da ist Liam. Da siehst ist du? Liam. Siehst du, also ist kleiner Schakal nicht weit. Frieda, du sollst hier oben bleiben. Ich bin Jimmy. Liam, komm nach oben. Komm schnell. Nö. Oh. Du solltest doch hier oben bleiben, Frieda. Ja, ich habe kurze Frage. Liam geholt. Hallo. Hallo, Liam. Hör mir ganz tief in die Augen, Helen. Ich glaube, Piep ist am Schlafen. Nee, guck mal, wirklich mal ganz tief in die Augen. Ich hab gerade hab ich verpasst. Hast du meine Augen? Da unten sitzt die Hexe. Wer bist du? Ich bin Jimmy. Gut, okay. Du bist Jimmy? Ja.
Ich heiße auch Jimmy. Ich sehe nichts. Noch ja. Ein Jimmy. Ja. Du weißt, was ich will. Kannst mich aber auch JJ nennen. Ja, ich muss nur hören, okay. Ja. Die wurden mir okay. Ausoperiert. Mr. Hallo. Großer Jimmy. Genau. Was ist hier los? Weiß ich nicht. Da jetzt wird Valentine überfallen und deswegen sollen wir alle hier oben bleiben. Nö. Böse Männer draußen. So wie eben in Blackwater. Oh. Oh. Oh, verdammte Scheiße. Oh. Muss die Sheriffs kommen? Gott verdammt nochmal. Moment, mein Esel, ja. Verdammte Scheiße. Das stinkt ja hier drinnen schon nach Kotze. Das ist ganz schön gefährlich hier. Das geht. Auf uns wurde geschossen eben. Ja. Ja, ein Mann hat mir ein blaues Auge geschlagen. Auf was? Ich denke mal, wir müssen gleich zuhören, was der Sheriff zu sagen hat. Warum? Weil ich ihn nach Geld gefragt habe. Ja, weil ich schon seit Tagen nichts mehr gegessen habe. Hast du Hunger? Ich habe gerade was von den netten Herren bekommen. Okay. Die waren sehr nett. Nicht so wie der, der mir ins Gesicht geschlagen hat. Ja, nimm das. Oh, kannst du danke. Dir was kaufen? Dankeschön. Ich habe zu viel Whisky gesagt. Ja. Das ist sehr nett von dir. Wie heißt du? Ida. Oh, ich was bin denn? Jimmy. Ich weiß, Jimmy. Billy fehlt. Der war eben noch hier. Oh Mann. Ja, was? Was? Wohin denn? Ich habe Angst. Ja. Ich auch. Ihr braucht keine Angst haben. Da sitzt er mich da. Wenn ich so ein großer Kerl wäre, dann hätte ich auch keine Angst. Wollt ihr gerne lachen, dann guckt euch den komischen Freak da vorne an. Wie er tanzt. Welchen Freak? Guck mal da, wie der tanzt. Kann man nur drüber lachen, oder? Ja. Oh, da tanzt jetzt noch einer. Oh, guck mal, das ist lustig. Ja, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, mit seinem neuen Freund da. Der soll doch da bleiben, der Rico. Oh je. Ja, der Rico, ja, der Rico. Ich weiß nicht, ob das wer von denen war. Ja. Was ist das für ein Name, Enrico? Meinst du Frieda, die du hinten auf dem Pferd hattest? Ja, und die hat noch auf jeden Fall schwarze Sachen an. Ist das eigentlich Mario? Eigentlich ist das gar nicht. Der Steinbart? Weiß es nicht. Ist das Mario oder Steinbart in der Kurse? Nein, ich bin nicht Mario. Das ist Mario, ich sag's dir. Oh, Frieda, ich kann das echt nicht mehr hören. Es ist nicht Mario, es ist Jimmy. Ah, da unten ist Schakal. Ah, so, Entschuldigung. Hallo. Wohin läufst du denn? Komm wieder hoch. Wer ist jetzt da runtergegangen? Liam, nicht rausgehen. Hallo, Entschuldigung. Du verrückter Bengel, du sollst doch oben bleiben. Ja, oh, bleib hier oben. Schakal. Die angegriffen waren, die waren blau. Ja, hab ich auch gesehen. Ja. Mag ich die da hinten, ob die das waren. Okay. Ist das? Ich starte. Wurde eben einer von ihnen angeschossen und wurde zum Doktor gebracht in Valentine? Nein. Bitte? Oh. Aber ja. Nochmal, jemand bitte? Mit so einem schwarzen Mantel habe ich mitgenommen. Der wurde erschossen, als wir auch angeschossen wurden. Ich habe ihn zum Doktor gebracht. Ich dachte, einer von ihnen wäre das. Der mutige Kamen Sie aber. Zufällig mit einem schwarzen Pferd? Nein, es war ein Mustang. Wie sieht's aus, Sheriff? Ein silberner? Nein. Ladies and Gentlemen, Sie können wieder wie gewohnt in Valentine herumlaufen, herumspazieren, was auch immer. Okay. Oh, toll. Okay. Denken Sie sich bitte alle mit Proviant ein oder verlassen Sie Valentine, ja? Hä? Eben konnte man noch rumlaufen, jetzt nochmal verlassen. Soll ich denn? Ja, das gilt jetzt, ja, damit Sie, natürlich. Wie wollen Sie denn, wollen Sie fliegen, Sir? Mr. Winters, haben Sie am Bord? Nein. Nein. Ich sehe es. Ja, doch, schon ein wenig.
Vor meinem Inneren. Ich habe jemanden hergebracht, der erschossen wurde. Die waren blau, die geschossen haben. Die haben auf uns geschossen. Wie sahen die aus? Waren die komplett in blau? Ja, komplett in blau. Sehen Sie, Sheriff, wir haben uns vor Blackwater angegriffen. Wir waren mit vier Kindern unterwegs. Die haben auf uns geschossen und dann Die Männer in schwarz. Ich habe einen hier, du bleibst da. Ich habe einen hier. Ich glaube, den Gefahr hatte ich hoch. Hol den Winter her. Wo ist er? Oben? Ja, draußen irgendwo. Musst du mal raus hier in so einem Berg von Riesen. Den kannst du nicht übersehen, Junge. Ich muss den Sheriff Winter holen. Okay. Sheriff Winter? Verdammte Scheiße, zieh mir mal ein Mantel an. Nein, Sheriff Winter, sind Sie das? Nein, oder? Negativ. Wo ist er? Der war da noch gerade drin. Wir sollten eigentlich mal alle... ...immer ein Auge haben. Ist dort eine... Wo ist er? Ich weiß nicht. Oh Mann. Ich suche ihn. Ich dachte, nichts passieren nicht. Wird. Ja? Komm, wir gehen auf. Herr Winter? Nein. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Oh, ist das wie verhext in Valentine? Ich sag's dir. Was möchtest du denn von Sheriff Winter? Oh, ich glaube, der. Ich soll ihn zu Sheriff Stone bringen. Der hat, die haben einen von denen. Okay. Sheriff Winter, soll mit dem Salon zu Stone kommen. Er hat einen. Wir haben die gesehen, die auf uns geschossen haben. Und er hat gesagt, sie sollen sofort zu ihm kommen. Wo ist denn Mr. Stone? Oh, hier, gerade im Laden. Er geht da rein. Hier im General Store, Frieda? Ja. Okay. Gottverdammt nochmal, Mr. Stone. Vergessen Sie, Sie sind ein Idiot. Mit Ihnen rede ich nicht mehr. Wieso bin ich denn jetzt ein Idiot, Sir? Ich habe Ihnen gesagt, die Blauen dürfen nicht Salon verlassen. Ich sehe keinen einzigen bei denen. Ja, ich habe alle rausgelassen, Sir, weil sie nicht mehr aufgetaucht sind. Ich habe Ihnen einen klaren Befehl gegeben. Ich habe Ihnen gesagt, jeder, der blau eingekleidet ist, bleibt in den Salon. Das habe ich nicht mitbekommen, Sir. Wahrer Respekt. Ich kriege auch nichts mit. Okay, Sir. Alles klar. Sehr gut. Sind Sie fertig mit Essen, Sir? Okay. Halten Sie sich. Oh. Da ist einer von den bösen Männern. Naja, da war wohl einer von den Blauen mit im Salon. Okay. Ich kann ja weg. Ich kann nicht mehr, du fette Sau. Soll ich dich wegbringen? Ja. Was mit dir verpiss dich, du Betrug. Aber wir müssen auf Liam auch aufpassen. Wo ist er hin? Der ist, glaube ich, nochmal ins Salon rein. Okay, wir holen Liam mit. Ich lasse ihn nicht hier. Okay. Hallo. Schönen Tag noch, Mr. Liam. Ja. Ja, Jimmy. Liam. Ja? Komm. Liam, wir gehen weg von hier. Oh, okay. Ganz schön was los. Ich bin nur vom Vollidioten. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, kleiner Mann. Mal, ja. Mhm. So. Ja, Sir? Komm mit. Ich will alle Sheriffs und die Deputies vom Officer. Howdy, Sheriffs. Habt ihr gehört? Eine Frage, wo ist denn der Dog? Wieder. Ja. Stell dich hier hin. Genau hier, wo ich stehe jetzt. Okay. Die ganzen Sheriffs stehen unten. Ich will keinen mehr hier oben sehen. Holen Sie alle hierher. Jeden Einzelnen. Jeder, der hier in Valentine ist, kommt her und stellt sich unten hin. Ja, ja, Sir. Ja, auch Sie. Holen Sie. Ja. Howdy, Herr Stone. Runter mit Ihnen vom Tresen. Holen Sie alle Sheriffs her. Wen sollen wir holen? Alle Sheriffs? Alle, die hier sind, ja. Alle Gehen, du kannst auch raufkommen. Komm drauf. Okay. Die haben auf mich geschossen. Sie stellen sich unten hin, alle. Jawohl. Ich komme auch da nach oben. Oh. Nein, du nicht. Dich kenne ich nicht. Ich habe ihm doch nichts getan. So, sehen Sie dieses kleine Mädchen hier? Sehe. Ja. Sehen Sie das? Sehe. Wohin? Wie wir alle im Salon waren, habe ich einen klaren Befehl gegeben. Ich habe gesagt, die Blauen bleiben drin. Ist das so korrekt? Jawohl. Gut, und wo sind die?
Ich habe den Befehl gegeben, alle rauszulassen. Genau, weil ich das nicht... halten Sie jetzt die Fresse. Frieda, könntest du mal sagen, was gerade passiert ist? Da du ja die Kleinste und Schlauste hier bist. So wie diese Gentlemen hier stehen, sind die Nichtskönner. Erzähl's ihnen bitte. Also Blackwater überfallen und wir Kinder wurden losgeschickt, um Hilfe zu holen. Dann sind wir nach Valentine, haben sie ihnen gesagt. Und dann warten wir wieder zurück, um uns vor Blackwater zu verstecken, damit wir sehen, ob es allen gut geht. Aber bevor wir überhaupt in Blackwater ankamen, am Bahnhof... Hallo, Romanos, ich wollte nicht lange stören, ich habe eine Frage. Wurden wir angegriffen. Wir waren mit vier Kindern unterwegs und dann haben blaue Leute auf uns geschossen. Dann kamen schwarze Leute, die sind auf uns entgegengekommen, also schwarz angezogen. Und die haben auch mit denen geschossen. Und dann wurden die schwarzen Leute erschossen und in die Büsche geworfen. Wir haben uns versteckt, ich habe alle gesucht und dann haben wir die Leute, die wir noch gefunden haben, die erschossen wurden, auf die Pferde gelegt und hier hochgebracht. Und wir hatten Angst. Wie sahen die nochmal aus, Frieda? Könntest du das nochmal betonen? Alle blau. Blaue Dings vom Mund und blaue Hemden. Frieda, sag das noch einmal, weil diese Herrschaften vor dir haben es noch nicht ganz in ihren Kopf begriffen. Sag es nochmal, welche Farbe hatten die an? Blau, Sir. Gut, Frieda, gut. Wissen Sie was, Herrschaften? Dieses kleine Mädchen ist mehr Sheriff als ihr alle zusammen. Sir? Nein, nicht Sir. Ich habe gesagt, die blauen Herrschaften bleiben im Saloon, bis ich wiederkomme. Das heißt nicht, dass ich nie wiederkomme. Die Nichtkönner. Und wissen Sie, was Sie jetzt machen? Jetzt satteln Sie alle auf und suchen diese Blauen den ganzen Tag. Ich will keinen einzigen Sheriff mehr hier in Valentine sehen, bis Sie nicht einen gefunden haben. Nee. Ah, Sir. Ja, Ladies. Ja, natürlich. Du hast vergessen, dass Sie noch so eine Mütze auf hatten. Die waren nicht blau. Was hatten Sie auf? So eine Mütze. Wie Charlie, nur in Blau. Ist das Miff? Ich bin gekommen mit Hüte. Ja, die haben alle Hüte und Mützen. Opa. Ui. Oh, nee, ganz ehrlich. Wie zur Hölle? Hallo. Nein, nicht wie zur Hölle. Nehmen Sie Ihren Gaul und gehen Sie jetzt. Suchen Sie die. Ja, Mr. Stone. Und Sie kommen nicht wieder, bis ich Sie nicht hier habe. Darf ich Ihnen noch mal kurz eine Sache sagen? Interessiert mich nicht. Was Blackwater betrifft, meine ich jetzt. Vorhin, als die erste Brieftaube kam, war ich drüben, da war da alles schon vorbei und ich habe niemanden gesehen. Ich war aber auch alleine im Blackwater, nur mal so nebenbei. Suchen Sie die jetzt. Ja, jetzt wissen Sie, wie Sie aussehen. Wir sollten gehen von hier. Okay. Was passiert? Chef Stone ist richtig sauer. Hat sich so angehört. Oh, was ist mit der Dame denn los? Ja, wo schläfst du normalerweise? Im Stall. Okay, heute nicht. Oh, verdammt. Lassen wir kurz auf ihn warten. Wir stellen uns ein bisschen an die Seite. Ja. Den Crash löschst du, indem du Spieldateien bereinigen. Mann, was war das für ein Tag heute? Ich kann's dir nicht sagen, Jimmy. Gott zum Gruße zusammen. Hallo. Und dann die Festplatte. Oh ja, die Ansprache hat es tatsächlich in sich. Kein Wunder, dass die denn alle. Der Priester kann einen mehr aufheitern. Das stimmt. Aber so ganz zum Lachen ist mir heute auch nicht mehr. Glaube ich, Frieda, du hast doch heute schon wieder viel durchgemacht. Dabei wollte ich nur arbeiten. Ich habe noch zwei Pferde, ihn hier auch noch, aber heute reite ich nicht mehr nach Blackwater. Ich hoffe, der versteht das. Der versteht das bestimmt. Die Herrschaften, vermag ich Ihnen zu helfen? Oder gibt es einen Grund, warum Sie vor dem Gotteshaus stehen? Wir warten nur und wollen nicht im Weg stehen. Doch, dann möchte ich beim Warten nicht stören. Absolut nicht. Jeder ist willkommen. Der allmächtige Herr, vor dem wir heute einen Pakt schließen mussten? Ich habe keine Ahnung. Da ist er wieder. Hast du es, Nati? Ich bin echt schlecht bei sowas.
Reiten wir jetzt wieder zur Farm? Ja, wir nehmen ihn mit. Ja, natürlich. Das ist Liam! Oh Mann. Aber wo läuft der jetzt schon wieder hin, der Bengel? Oh, da ist auch kleiner Schakal. Oh ja. Da vorne ist aufsteigen. Oh. Komm, Liam. Mrs. Frieda. Ja. Ich bin's, der Herr Black. Ich hab sie gesucht. Hallo, Mr. Black. Wie lief das Training mit meinem Pferd? Ja, das. Mit Mufasa, richtig? Genau. Kleiner Schakal. Sagen wir es so, er ist noch nicht fertig trainiert, aber wir wurden noch zweimal überfallen und in Blackwater wurde auch überfallen. Oh je. Und jetzt würden wir gerne einfach nur noch zur Ranch, weil wir wirklich Angst haben. Das okay, ist das kann ich... Ich kann ihn jetzt zurückgeben, also das Training ist zur Hälfte abgeschlossen. Oder aber ich gebe ihn morgen Vormittag zum 12. Glockenschlag in Blackwater. Wie Sie wollen, Sir. Ja, es tut mir natürlich sehr leid, was ihm passiert ist. Ich glaube, ja, wir machen das einfach morgen, Miss Frieda. Erholen Sie sich erstmal. Dann hole ich Mufasa mit und dann kann ich ihn oben auf der Ranch in Ruhe zu Ende trainieren. Ja, alles gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und Ihren Freunden hier. Dankeschön, Mr. Black. Schönen Tag noch. Willst du mal aufsteigen, kleiner Schakal? Brother. Hoch zur Ranch. Wollen wir dann erstmal los? Sir, Mann, wir können gehen. Wo sei denn Ranch? In Big Valley, da wo ihr immer jagt. Oh. Sein Weitogel. Ich glaube, wir bleiben hier und dann auch in Stammreiten. Okay. Ja, ich habe genug für heute. Ich bin froh, wenn ich oben ankomme und wir uns hinlegen können. Oh ja. Ich muss dann... meinen ist jetzt sicher in Schwarzwasser? Ich glaube noch nicht, aber ich weiß es nicht. Oh, haben dort in der Pflanzen... Sind los, alle suchen mit blauen Hemden. Blaue Hemden? Ja. Oh, du hast ja knackige Hüften, du. Oh, komm, wir reiten. Kommt, Rack hier. Oh Mann. Frieda, bleib da. Ich da bleiben. Was? Nix, Hermano. Rosas Valentine. Interessiert mich nicht. Hm? Ob ich ein Problem habe? Ja, ich habe mit ihrer Fresse ein Problem. Jetzt mal bist du. Komm, Frieda, schnell. Ich bin so ein Stone. Aber ich habe Donald gesagt, du sollst schon hier. Ich rede hier mit ein Stück. Ach so. Ich rede mit ein Stück Scheiße. Wieso wird denn hier immer... Ich hab Angst. Ich will nach Hause. Was halt von Valentine? Ich pass auf sie auf. Satteln Sie auf und raus. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden oder ich erschieße Sie. Okay. 5. Kleiner Schakal, 4, hol dein Pferd 2, und reite in deinen Stamm. Du solltest nicht hier sein. Oh mein Gott. Gehen Sie. Los, komm, wir reiten. Reiten. Mann, was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Wohin? Das Farm, oder? Ja, Liam, ist es in Ordnung, wenn wir dich mit nach oben nehmen, damit du sicher bist? Ja, als Sheriff Stone hat gesagt, er wollte, dass du nur mit ihm redest. Ja, aber ich will jetzt lieber raus. Nachher schießt er mich auch. Oh, weg da. Lauf. Ich noch ein Stück mit euch mitreiten, bis Abzweigung zu Schwarzwasser. Alter. Oh je. Wieso alle schießen? Weiß auch nicht. Nein, das sollen dasselbe Menschen. Weiß nicht genau. Die überfallen jetzt alle Städte oder wie? Ich glaube, das war Sheriff Stone. Er ist wütend. Ja, Sheriff Stone wütend. Und was geht denn jetzt ab? Was denn? Oh, was ist das denn jetzt? Was? Was meinst du? Hört ihr das? Hört ihr das nicht? Hört die ganze Zeit jemanden? Was soll er sagen? Vielleicht Geist.
Was hörst du? Mach ihm keine Angst. Ich glaube, ich muss mich schlafen legen. Also ich höre viele Stimmen gerade. Oh. Ganz schön laut. Nicht gut. Ja, dann lass über die Brücke und dann mach kurz dein, wasch kurz dein Gesicht. Das hat mein Onkel auch gehabt, wegen dem ganz viel schwarz geworden. So. Also ich mich nicht wundern, wenn heute kein Auge zu, weil ich auch bin. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ruhig, Nova. Bist du bei mir drauf? Okay. Das ist so hoch. Warte, ich steig nochmal ab, ich helf dir. 2, 3. 1, 2, 3. Was ist die Hölle los? Mir ist kalt. So ist besser. Du kannst dich, wenn dir ganz dolle kalt ist, doll festhalten. Ich weiß nicht, ob mir kalt oder warm ist. Ich weiß gar nichts mehr heute. Es ist okay. Wurde denn Frieda vorhin auch angeschossen? Also nein, aber ich bin da zurück, weil ich dachte, die haben Liam entführt. Und dann haben die ganze Zeit gesagt, ich soll weggehen, aber ich wollte nicht, weil ich wollte Liam zurückholen. Aber dann habe ich gesehen, wie die schwarzen Männer erschienen. Bei Bahnstationen, als so viele da gewesen, dann erst nichts gewesen, dann jemand anderen umgeritten und dann sie geschossen. Ja, ich habe das auch nicht alles verstanden. Naja, auf jeden Fall haben Piep gefunden in Busch. Hab ihn gewimmert wie kleines Kind. War dann verletzt, dann kam ein Doktor. Ja, kein Wunder. Das hat nichts gebracht, ich höre die Stimmen immer noch. Denk an aushalten bis zur Ranch, dann ihr sowieso ich hinlege. Okay. Ich werde hier vorne abbiegen müssen nach Schwarzwasser. Ich schnell meine Pflanzen holen, sonst sie vertrocknen. Aber ich werde schnell sein. Okay, kleiner Schatz. Bis morgen sehen. Bis morgen. Bis morgen. Und reiten, wenn ihr hören. Irgendetwas. Tschüss. Oh. Okay, wir sollten uns auch beeilen. Ja. So schnell bin ich noch nie hier lang geritten. Doch eben, als ich den Verletzten auf dem Pferd hatte. Es gibt immer ein erstes Mal, Frieda. diese Stimmen, die machen mich verrückt. Das glaube ich. Ich höre keine Stimmen. Diese Stimmen, die sollen. Ich sag ja, das war die Hexe, die eben drin war. Die hat dich verhext. Ich glaube auch. Ist nicht Twitch, ist leider wieder mal. Oh, warte mal, umdrehen. Ja, wir sind falsch. Entschuldigung. Alles gut, Frieda, du bist nur ein bisschen durcheinander. Das ist mein Internet tatsächlich. Gerade wieder. Jetzt ist gerade nicht Twitch. Ich bin leider zwischendurch etwas. Naja, das Pferd hat auf jeden Fall ein gutes Training. Also einen Halbtoten musst du noch keins meiner Trainingspferde schleppen. Okay.
Wenn du willst, kannst du bei mir auf dem Heuboden schlafen. Oder wir schlafen alle bei Jimmy mit auf dem Heuboden. Vielleicht sind wir da sicherer. Ich glaube, ich will nicht alleine schlafen heute Abend. Ich auch nicht. Das ist viel zu viel Geschieße. Ja. Jimmy? Ja? Dürfen wir bei dir auf dem Heuboden schlafen? Ja, natürlich, Frieda. Was ist das denn für eine Frage? Okay. Aber kannst du denn auch schlafen bei den Stimmen? Wir müssen gleich nochmal reden. Ich verstehe wirklich nichts. Hey. Nur vor sein Lauf. Ja, ist schön, ihr könnt die Pferde mal richtig schnell laufen. Jimmy? Ja? Hast du mal geguckt, ob du die Stimmen ausmachen kannst? Ich könnte die schon ausmachen, aber... Oh, wie erkläre ich das denn jetzt? Dann höre ich, also... Oh, Mann. Hörst du dann gar nichts mehr? Nein. Das ist nicht gut. Vorsicht, gegen Verkehr. Ich guck gleich nochmal, wenn wir auf der Ranch sind. Okay. Wie erkläre ich das jetzt mal gut? Gleich da. Auf die Kleinen. Hier ist die Welt in Ordnung. Okay, ja. Kann man absteigen? Oh, ich gucke gerade mal. Yep. Oh, das ist hier aber auch. Das ist hier ruhig, das ist okay. Ja, hier ist immer ruhig, außer wenn der Berg. Aber das kennen wir schon. Ist kein Bär da. Nein? Gut. Also normalerweise schlafe ich ja da hinten. Ich glaube, ich habe dir das heute schon gezeigt, oder? Aha. Naja, aber heute schlafen wir. Warten kurz. Ja. Ich glaube, hier bist du sicher. Ich denke auch. Wo ist noch die Medizin? Doktor. Weil ich mit einem Puma gekämpft habe heute. Hä? Es schmeckt. Oh. Oh. Was hast du gemacht? Oh. Hallo, Liam. Hallo. Was hast du gemacht? Ich habe Medizin genommen. Merkt die nicht? Aber die macht lustig im Kopf. Ah.
Keine Ahnung. Tüle null. Oh. Ja. Was macht die beiden Rabauken denn hier? Sie hat mir die Dinge damit ist komisch im Kopf. Ja. Haben wir. Schlafen? Ich hab grad kein Wort verstanden. Ja, können wir machen, natürlich. Okay. Oh, diese Kühe. Die Toren müssen zu sein. Wie oft denn noch? Weißt du, heute haben alle draußen gestanden. Bertha wollte nicht mehr rein. Ja, ich weiß auch, die sind ganz schön frech heute. Ja. Bestimmt, ich dreh gleich durch. Oh mein Gott. Oh. Was ist denn mit dir passiert? Ich bin gefallen. Aber echt tollpatschig. So, hier können wir uns hinlegen. Okay. So. So. Hier ist bequem. Ja, ne? Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch hier hinlegen. Hier ist es ein bisschen, noch ein bisschen wärmer. Ich bleib hier am Fenster. Das sieht gut aus. Ich bin... Das glaube ich. Das war ein Aufregen. Oh ja, das war sehr, sehr aufregend. Aha. Hey. Hä? Nicht mit deinen Füßen an meinen Kopf. So stinkig. dann Leute sind nicht. Timmy, danke, dass du auf uns aufgepasst. Ich dafür immer wieder gerne. Dafür bin ich doch da. Wir sind eine Familie. Das stimmt. Oh nee, andersrum. Dann muss ich hier. Ich wünsche euch beiden eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Ja, eine gute Nacht. Schlaf gut. Danke. Oh, meine Beine konnten mich nicht mehr halten. Gute Nacht. Genau. Dann haben wir jetzt alle erfolgreich ins Bett gebracht. Schön. Was war denn das erst aufgefallen? Das war ein aufregender Abend. Aufregender, als ich gedacht hätte, dass er wird. Holy moly. Psycho, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich uns jetzt so mehr oder minder ins Bett gepowert habe, aber du nimmst mir das nicht übel. Ich war auf jeden Fall jetzt durch. Und ich glaube, es war auch gesünder für uns, jetzt nicht mehr in Valentine zu sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So, ihr Hübschen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein heute. Ich schicke euch jetzt rüber zu Shiro, also zu Mr. Johnson Abraham. Da wurde ja gefragt nach dem heute, deswegen schicke ich euch einfach mal darüber. Und ihr könnt dort ein bisschen weiter gucken, wenn ihr wollt. Wir sehen uns morgen früh wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin wünsche ich euch... Oh, Jimmy. Ja, was ein Tag. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft alle gut. Danke nochmal für den Support. Und morgen. Ciao, ciao.